Werte Damen und Herren, liebe Mietsparteien. In unsere heutige Mieterversammlung möchte ich als ersten Punkt der Tagesordnung den Vorfall von Ostersonntag unten in Heizungskeller. Nicht? Also, das ist ja wohl ein schönes Beispiel dafür, wie das in ein geordnetes Mietshaus niemals passieren dürfte. Ich, guck mal, Sie wissen doch alle, die Frau Juskowski hat ja bei diesem Vorfall, nicht, da war sie doch so laut am Quieken wie eine Sau, wenn man so Wurst draus macht. Nicht? Und hat sie dann doch auch überall im Haus, hat sie geklingelt, war sie richtig ein schönes Bild des Jammers, wie sie so mit ihren Zähnen in der Hand vor der Türen stand und am Erzählen war, was die Fräulein Köhnen für ein Aas wäre. Nicht? Und deshalb ist ja dieses sogenannte Fräulein Köhnen ist auch fristlos, nicht? Haben wir sie, also, nicht wahr, musste sie da ihren Apartment, nicht? Ist sie doch rausgekündigt worden. Naja, aber ehrlich, ich meine, das ist gut, dass das endlich mal so gekommen ist, ne? Nee, Frau Juskowski, nein, also, bitteschön, ich meine jetzt nicht das mit ihren Zähnen. Die tun mir ja selber leid. Nee, aber mit dieser Elvira Köhnen, nicht, dass wir diese Dame endlich los sind. Ja, ich als Hausverwalter, ich werde doch so einiges gewahr, was lieber fest im Schoß der einzelnen Familien so. Nicht wahr? Also, dass keines Menschenauge sowas am besten mit ansehen sollte. Ja, nun kommen Sie, Frau Schulte, nur müssen Sie nicht gleich wieder am Heulen fangen. Sie meine ich doch gar nicht. Sicher, wäre auch schöner, wenn Ihr Gatte Ihnen ein bisschen leiser verkloppen täte. Nicht vor allem samstags abends. Letzte Wochenende hat er doch wieder so mit dem Brocken um sich geschmissen, dass man im Fernsehen kaum das Wort zum Sonntag verstehen konnte. Na, wie gesagt, also ich sehe und höre so manches in diesem Hause, wo ich lieber den Schwamm des Dingens, wie sagt man, nicht, des Vergessens drüber machen möchte, nicht? Aber diese Elvira Köhnen, die war doch wirklich das schlimmste Weibstück, was wir jemals hier gehabt haben. Junge, Junge, wissen Sie, was mir der Briefträger erzählt hat? Der alte Kapinski? Nicht, der kommt einen Morgen und bringt die Elvira ein Nachnamepäckchen. Und zwar von so einer Firma, die nur unter Geheimabsender, nicht? Also so diskrete Sachen alles, ne? Nur Postfach angegeben, kein Name mit bei. Und sagt der Kapinski, er könnte das zwar nicht beweisen, aber das wäre ein offenes Postgeheimnis unter dem Briefträger. Nicht, dass dieses Postfach nur ganz bestimmte, also so ganz gewisse Wäschestücke, nicht, an bestimmte Damen am Liefern wäre. Nicht Bardamen, nicht so Leute. Naja, also wissen Sie ja, wer gemeint ist. Nicht, und wie jetzt? Der Kapinski klingelt den Tag mit seinem Nachname, da macht der Elvira die Tür offen. Ja, und was glauben Sie wohl, was die anhat? Ne? Morgens, 11:15, hat sie nichts weiter an als ein durchsichtiger Bademantel aus Perlon. Ich kann mal sehen, so ein Ding. Und der Kapinski, der hat doch vor einem halben Jahr, hat er doch erst mit Rauchen aufgehört, wegen seinem Kreislauf. Und ist deshalb besonders empfindlich mit der Nase. Der sagt, durch den Türspalt hätte er genau gerochen, dass die ganze Bude nach Zigarrenrauch gestunken hätte. Nicht, also, ich will natürlich damit nichts gesagt haben, aber hoffe doch, dass jeder von uns jetzt seine Fantasie da schön freien Lauf lassen kann. Nicht, und deshalb, liebe Mietsparteien, ist ja wohl auch klar, warum der Elvira Köhnen den Ostersonntag so kalt war. Wenn einer nichts wie nackt in der Wohnung rumlaufen tut, da kann auch die stärkste Heizung nichts gegen machen. Nun, darum ist er dann runter im Heizungskeller. Na, wer weiß, bei was für einem Herrn sie sich da oben lieb Kind machen wollte. Und hat sie den Ventil weiter offen gedreht. Ja, jetzt ist ja klar, stieg die Temperatur aber nicht nur bei Elvira und ihr Kavalier, sondern auch bei Juskowski, nicht? Hier, Frau Juskowski, Sie mit Ihrem hohen Blutdruck, nicht? Und bums, ist die Frau Juskowski runter, hat unten wieder zugedreht. Und so ging das den ganzen Nachmittag. Mal fegte der Elvira runter, drehte offen, dann wieder die Frau Juskowski hin, dreht sie ab, bis dann, wie die gerade mal wieder am Zudrehen war, kommt die Elvira dabei, sieht das und schon war die Keilerei im Gange. Und Herrschaften,
Wir wissen ja alle noch, was die Elvira für Unterarme hatte, nicht? Aber doch so Brummer. Jedenfalls landete sie einen geraden Rechten mitten in Anklitz von Frau Juskowski. Nicht? Und schon war die ihre schöne Prothese im Eimer. Also deshalb, Herrschaften, hat der Hausbesitzer beschlossen, ab nächsten Freitag wird der Heizungskeller ein für alle Male abgeschlossen. Nicht? Und wird ein automatischen Heizungsregler. Katamat heißt der. Das ist also das Allerneueste auf diesem Gebiet. Der wird jetzt eingebaut, für das auch in unsere Hausgemeinschaft wieder ein schönes Klima einzieht. Nicht? Und der Außentemperatur automatisch daran angepasst wird. Denn der Hausbesitzer meint, dass dieser Fortschritt der Technik Katamat das Beste ist, was er für unser aller Zähne tun könnte. Ehrlich.